liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, bei dem wir heute zum allerersten Mal den nagelneuen BMW M3 Competition fahren und testen. Ich muss dazu sagen, meine Historie mit BMW ist relativ gering. Also für mich ist es sowieso Neuland und ich bin sehr aufgeregt und freue mich drauf. Aber das wird total geil, denn wir können uns hier schön austoben. Wir haben das Auto komplett für uns, also sehr, sehr nice. Würde ich sagen, sprechen wir erst einmal ein klein wenig über die Optik. Das Auto hat sehr polarisiert mit seinem neuen Frontgrill, ne? Der einfach komplett weg ist von dem BMW-typischen Grill, den man kennt. Also ein ganz, ganz radikaler Weg, komplett neu. Diese zwei Nieren, die BMW dem neuen M3 da designtechnisch verpackt hat. Ich glaube, es ist so, man muss sich einfach ein bisschen drauf einlassen, dran gewöhnen. Je länger man es sieht, desto besser wird es. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ob es jetzt besser ist als das alte Design oder nicht, ich denke, das wird jetzt auch gleich in den Kommentaren drinstehen. Von dem her überlasse ich das euch. Auf jeden Fall ist es sehr gewagt und sehr mutig. Genauso wie auch die Farben, die BMW jetzt hier beim Launch die ganze Zeit benutzt hat. Sie sehen es, wir haben ein knalliges Blau. Wir fahren beim nächsten Mal, also auch noch im Video, auch noch ein M4 in einem knalligen Gelb. Dann gab es noch ein knalliges Grün. Also sehr, sehr viel Farben. Finde ich mutig, finde ich auch cool. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist die Form der Motorhaube. Ne? Also, dass da eine schöne Dynamik in der Motorhaube ist, auch wie der Übergang zur Front gemacht wurde. Wenn man von hier oben drauf schaut, gefällt es mir definitiv gut. So, an der Seite gesehen haben wir hier so eine Art Kotflügeleinsatz. Das mag ich sehr. Bin ich großer Fan von, finde ich cool. Mit Glanzschwarz, Mattschwarz, auch unten die Seitenleiste Glanzschwarz. Das kommt sehr cool, auch natürlich jetzt mit diesem Mattblau. Ne? Es ist ja ein mattes Blau. Würde ich mir niemals nehmen. Ihr wisst, das Blau ist nicht meine Farbe. Aber wem es gefällt, das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne? Dann haben wir ein paar Carbon-Elemente. Einmal Spiegel, dann das Dach. Das hat auch eine Besonderheit, das ist kein komplett flaches Dach, sondern es hat tatsächlich eine Art, also zwei Linien obendrauf, sag ich mal, die Luftführung verbessern sollen. Das ist ja auch so, wenn man das Auto beobachtet, sieht man immer wieder diese Doppellinie. Ne? Also wir haben die Doppellinie hier zum Beispiel, wir haben sie auf dem Dach, vorne sowieso. Na, dann gehen wir mal nach hinten, dort ein schöner Carbon-Heck-Spoiler, nicht zu wild, aber trotzdem cool, gefällt mir sehr gut. Generell das Heck, Leute, ich mache mal das Licht an, warte mal. So, wirkt so besser. Generell für mich das Heck das Beste vom Auto. Ein schöner Diffusor, komplett aus Carbon, eine schöne Vierrohr-Abgasanlage. Das trifft wirklich meinen Geschmack voll und ganz. Das schaut sehr, sehr gut aus, sehr, sehr stimmig. Dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt zum Sound. Checken mal, wie das klingt. Jetzt muss ich an der Stelle erstmal mich bei BMW und bei allen, die das M5-Video gesehen haben, entschuldigen. Da habe ich nämlich einfach einen Fehler gemacht. Also das Klangbild finde ich gut, aber laut ist es nicht. Das war aber allerdings mit Klappen zu. Das hat damit zu tun, dass das hier im BMW etwas anders läuft, wie ich das gewöhnt bin. Es gibt nämlich eine Auspufftaste, ne? Und ich dachte, du drückst da drauf und dann ist das auf. Das wird auch lauter, aber man muss ihn trotzdem noch in Sport Plus stellen, damit man hier volle Dröhnung kriegt. Ne? Weil die Abgasanlage ist keine, die nur so auf und zu geht, sondern die ist variabel. Ne? Die kann verschiedene Positionen. Deswegen holen wir das jetzt nach, checken mal. Gut aufpassen. Mm-hmm.
Besser? Auf jeden Fall. Besser? Besser. Ist ein Snickers, wenn der Sound so leise ist. Interieur müssen wir auf jeden Fall auch anschauen, Leute. Erstmal eine ganz wilde Farbwahl mit diesem weiß-gräulichen und dem Schwarz. Ich finde es ultra gut. Richtig, richtig gut. Also wenn ich mir das Auto bestellen würde, ich glaube, würde ich mir auch das so holen. Und es hat etwas, dieses Auto, was für mich so, was Sitz angeht, neue Maßstäbe setzt. Nämlich ein Sportsitz, der total genial geworden ist. Ne? So schaut der von hinten aus. Das ist, also auch hinten sitzen ist somit mega, weil du guckst die ganze Zeit auf komplett Carbon. Hammermäßig nice. So Leute, dann ist jetzt mal Zeit für eine 0 auf 100 Messung. Ne? Wichtig bei dem Auto ist schon auch ein bisschen, dass man Temperatur natürlich in den Reifen hat, weil man hat nur einen Heckantrieb. Da ist es wichtig, wenig Wheelspin zu haben. DSC ist off. Jetzt einfach nur Bremse drücken, Vollgas durch. Dann steht dran, dass ein Launch-Programm aktiv ist. Dann muss man kurz warten, dann kommt so eine Flagge und dann geht's los. Machen wir jetzt mal. Und los geht's. So. Jawohl. Der war doch stabil. Der war doch richtig, richtig gut. 3,70. Geil. Vor allem hat der hier eine Besonderheit. Das habe ich noch in keinem anderen Serienfahrzeug gesehen. Der fährt im zweiten los. Na? Also wir fahren nicht im ersten los. Die Launch passiert im zweiten Gang. Hat natürlich zum einen den Grund, dass im ersten Wheelspin-Potenzial enorm ist und du sparst dir den Schaltvorgang. Und bei BMW hat man gesagt, macht mehr Sinn, wir starten im zweiten. Finde ich cool. Willkommen, jetzt sind wir unterwegs. Und auch gleich mal schöne direkte Soundkulisse, Leute. Wir müssen noch ein, zwei Dinge im Interieur ansprechen. Wie gesagt, Sitze, was den Halt angeht, das Ganze, wenn ihr drin hockt, für mich mega, mega geil. Allerdings unten nicht verstellbar. Ne? Also, es ist, wenn man jetzt sehr korpulent ist, glaube ich, also man muss es vorher mal ausprobieren, bevor man es bestellt. Ne? Die Mittelkonsole ist okay. Finde ich, was ganz geil ist, ist, dass relativ viel Carbon ist. Das mag ich sehr auf jeden Fall. Also man hat hier ordentlich viel Carbon. Der Display ist für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen klein. Ne? Und also da könnte vielleicht hier, der Bereich könnte vielleicht ein bisschen wilder sein. Aber naja, ist jetzt auch nicht das Entscheidendste. Ne? Was ich sehr, sehr cool finde, sind die Einstellungsmöglichkeiten. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn man sich sein Auto so ein bisschen individuell gestalten kann, ist hier möglich im Sinne von mehreren Optionen. Also man hat Motor, man hat Fahrwerk, man hat Lenkung. Das kennt man aus den meisten Autos. Allerdings hat man auch Bremse beispielsweise. Na, da kann ich jetzt hier zwischen Efficient wechseln zum Beispiel. Da wird der Motor leiser, bis hin zu Sport oder eben Sport plus Fahrwerk, Komfort für den Alltag. Sport hat man mir gesagt, das ist für Nordschleife das richtige Setting. Und Sport Plus ist dann schon sehr, sehr hart. Also wenn so eine Autobahn so ein bisschen buckelig ist, ne, dann hüpft das Auto so ein bisschen. Aber für flache Strecken, die relativ eben sind, auf jeden Fall eine gute Wahl. Lenkung das gleiche, Komfort oder eben will ich es schön scharf, Jens. Ne? Du magst es gerne, wenn es schön scharf ist. Und Bremse das gleiche, da ändert sich das Ansprechverhalten der Bremse, das wird etwas direkter, wenn man auf Sport geht, finde ich ganz cool. Dann hat man auch noch weitere Features wie eine Traction Control, das ist mal was Neues in einem Serienauto. Das hat nämlich nichts mit dem DSC oder halt mit der normalen Regelung, die man vom Auto kennt, zu tun, sondern das läuft rein über das Motor, also über die Motorsteuerung. Ne? Also über die Motorsteuerung hat man eine Traktionskontrolle, bei einem, sag ich mal, jetzt ein DSC oder so, da ist ja immer noch eine Bremse mit im Spiel, die da mitarbeitet.
Heißt, man kann viel, viel feiner arbeiten mit dieser Traktionskontrolle, wenn das über den Motor läuft. Und das ist wirklich sehr, sehr geil für die Rennstrecke oder wenn man Faxen macht. Ich sag mal so viel, wir haben das ausprobiert im M4 auf einer richtigen Driftfläche. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert gerne. Das Video kommt als nächstes auch noch. Also da gehen wir ein bisschen mehr auf diese Details ein. Das ist sehr, sehr cool. Ich mag das, dass man sich das einstellen kann. Ansonsten gibt es hier noch den M-Mode. Der sorgt dafür, dass das Tacho sich von dieser Ansicht zur Sportansicht verstellt. Heißt, alles ein bisschen kompakter, weniger Informationen. Dann, wie gesagt, haben wir auch noch hier diesen schönen Knopf, dass ich, selbst wenn ich im Sport Plus bin und es laut ist, den Auspuff leise schalten kann, vor allem im Innenraum. Ich weiß nicht, wie viel es außen ausmacht, aber im Innenraum ist der Sound verstärkt. Und das ändert sich auf jeden Fall drastisch, wenn man diese Taste drückt. Mal hinhören jetzt. Jetzt ist es an. Jetzt wieder aus. Dann habe ich noch zwei Tasten am Lenkrad, nämlich hier M1 und M2 liegen. Die sind eigentlich dafür da, dass ich relativ schnell auf mein Fahrprogramm schalten kann. Sprich, ich kann jetzt meine Einstellung, die ich jetzt hier habe, zum Beispiel alles auf Sport, sagen wir jetzt mal, kann ich jetzt hier auf M2, wenn ich den länger drücke, wenn wir ein Signal drücken, dann ist der gespeichert und jetzt muss ich einfach nur noch auf M2 gehen und dieses Setting kommt zu mir. Auch sehr cool, die Schaltpedals aus Carbon. Die sind auch noch hinten geriffelt und so, das ist auf jeden Fall cool, haben eine ordentliche Größe, sind am Lenkrad befestigt. Genauso gefällt mir das. Und ganz ehrlich, der Sound hier drin ist cool. Also, es hört sich wirklich gut an. Ne? Motor haben wir 510 PS in diesem reinen Sechszylinder. Der Competition ist ja die Competition-Variante, der hat eben diese 510. Drehmoment 650 Newtonmeter. Und das fährt sich gut und das hört sich gut an. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen ordentlichen Durchzug auf der Autobahn. 130, 150, 180, 200, mal ganz locker lässig. Weiter geht's. 230, 240, 250. 270, 275. Verkehr. Aber also, ich glaube, knapp unter 300 ist angegeben, aber der marschiert bis dahin knackig durch auf jeden Fall. Ne? Man merkt, dass dieses Auto halt auf wirklich dieses Thema Sport sehr wichtig ist. Ne? Ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will ein chilliges, ich will ein Auto so ein bisschen zum Cruisen, das gut ausschaut, ist das, glaube ich, gar nicht so die richtige Wahl. Aber wenn jemand Wert drauf legt und sagt, ey, ich finde es geil, wenn das Ding mal ein bisschen knackig ist, wenn man ein bisschen angasen kann. Einfach so diese Sportlichkeit ist hier voll gegeben, auch in der Lenkung. Ne? Also ich bin, muss wirklich sagen, sehr beeindruckt auch davon, wie gut die Vorderachse lenkt, wie agil das Ganze ist. Tendenziell hast du immer so ein leichtes Untersteuern im Auto, aber dadurch, dass es ein Heckantrieb ist, kann man es natürlich auch sehr gut kontrollieren. Also ein sehr, sehr rundes Konzept und macht Spaß. Also man kann wirklich richtig Spaß haben. So, jetzt einmal das Auto mit bestem Dank zurück. War sehr, sehr cool. Heute Morgen, als wir hier los sind, standen da ungefähr 30 Autos nebeneinander in zwei verschiedenen Farben. Sehr, sehr geil. Extrem schöner Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cooles Auto. Auf jeden Fall. Und es wird noch cooler, denn wir haben natürlich auch den M4 gefahren. Deswegen seid da am Start. Bin gespannt, was ihr zu dem Auto sagt. Sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.